Island hat seinen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union offiziell zurückgezogen. Den Interessen des Landes sei außerhalb der EU besser gedient, erklärte Außenminister Gunnar Bragi-Svensson. Auch der Rat der EU unter Vorsitz Lettlands sowie die EU-Kommission seien bereits über die Entscheidung informiert. Vor dem Parlamentsgebäude in Reykjavik protestierten mehrere hundert Menschen gegen den Beschluss. Die Mitte-Rechts-Regierung hatte die Beitrittsverhandlungen bereits beim Amtsantritt im April 2013 auf Eis gelegt. Eine Mehrheit der Isländer hatte sich in Umfragen gegen einen Beitritt ausgesprochen. Island hatte 2009 seinen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU gestellt. 2010 hatten die Verhandlungen mit der Kommission begonnen. Zu der Zeit kämpfte der Inselstaat als Folge der Bankenkrise gegen den Staatsbankrott. Island gehört der Europäischen Freihandelsassoziation an und ist Unterzeichner des Schengener Abkommens über den Wegfall von Grenzkontrollen.